Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Risen 2. So, wir sind hier gerade dabei, die Opfergaben für Badria einzutreiben. Und am Ende der letzten Folge war ich ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, wer denn jetzt eigentlich noch fehlt bei unserer Quest. 3 von 4 haben wir schon eingesammelt. Ich habe mir jetzt meine Videos nochmal angeguckt und festgestellt, der Samir, also das ist der Typ im Tempel, der muss uns tatsächlich noch was geben. Aber momentan können wir nicht mit dem reden. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich erst in irgendeiner Form sein Vertrauen gewinnen. Wahrscheinlich müssen wir dann erstmal ein paar andere Quests machen, damit er uns so weit vertraut, dass wir überhaupt mit ihm reden können. Und dann gucken wir mal, was können wir denn noch machen? Eine gefährliche Bestie ist dann noch eine Quest. Rana Piri sagt, ich finde eine Bestie, wenn ich den Fluss hinaufgehe. Und er will, dass ich sie töte. Gut, dann wollen wir uns doch mal daran versuchen, den Fluss raufgehen. Ich gehe erstmal wieder aus dem Dorf raus, denn der Fluss war ja, glaube ich, irgendwo da unten. Ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, genau. Und hier muss ich jetzt den Fluss raufgehen, damit ich dieses Monster finde. Und hier steht auch eine Kiste rum. Haben wir die denn schon geplündert? Nee, sieh mal einer an. Dann wollen wir das mal direkt tun. Oh, immerhin Goldbrocken ist drin und zweimal roher Fisch. Den nehmen wir auch gerne mit. So einen rohen Fisch, was gäbe es Schöneres hier? So, und jetzt müssen wir irgendwo hier einen Weg finden oder sollen wir einfach hier am Ufer entlang laufen? Ist gerade so dunkel, dass ich relativ wenig sehen kann, weil es bei mir auch aktuell ziemlich hell ist draußen. Kann ich eigentlich durch den Fluss laufen? Ach, der ist ja gar nicht tief, ne? Dann laufe ich einfach durch den Fluss. Und wie schön das gerade bitte aussieht mit der Wasserspiegelung. Das hier gefällt mir schon sehr gut. So, da oben ist der Tempel. Und irgendwo hier. Oh, ein Alligator. Ja, ich denke, dass der könnte damit gemeint gewesen sein. Hoi. Da will ich jetzt erstmal mich ein bisschen heilen. Alter, der macht aber auch ganz schön viel Schaden. Na, und der ist zu schnell für uns. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das wird ein harter Kampf. Vor allem habe ich mit dem jetzt auch gar nicht gerechnet. Tja, dann mal wieder, ne, laden und so. Es gibt doch nichts Schöneres. Jetzt weiß ich immerhin schon mal, was mich erwartet. Ich fürchte, der Kampf wird allerdings trotzdem nicht einfacher dadurch. Das könnte eine ganz schöne Aufgabe werden. So, wir müssen genau hier lang. Jetzt wissen wir ja immerhin schon mal, wohin wir müssen. Das heißt, es dauert nicht mehr ganz so lange. Und ich bin jetzt auch ein bisschen besser gewappnet. Also ich meine, meine Gesundheitsleiste ist zwar aktuell noch voll, aber wie wir gesehen haben, kann sich das ja ziemlich schnell ändern. Da sehe ich ihn schon. Das Krokodil oder... Oh, jetzt habe ich aus Versehen was gegessen. Den Alligator oder das Krokodil. Tja, ich weiß nicht, was für eine Reichweite unsere Schrotflinte hat. Vielleicht versuchen wir den erstmal zum Dorf zu locken, damit die anderen mit uns kämpfen. Das hat jetzt relativ wenig gebracht. Oh. So, wie gesagt, ich versuche jetzt mal. Oder er hier. Vielleicht kann er hier. Ach nee, das ist eine sie. Und die kämpft natürlich nicht mit. Na super. Kann ich zu lang zumindest was essen. Und mich nochmal kurz voll heilen. Okay, es könnte gehen. Oh, Alter. Der macht echt ordentlich Damage. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt verbrauche ich hier zwar einiges an Grog und Rum, aber das muss dann jetzt halt mal so sein. Och nö, jetzt hat... Ach, das ist doch ärgerlich. Jetzt hat er uns doch schon wieder gekriegt. Mann, das ärgert mich jetzt. So. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich nachher ein bisschen raus, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche. Aber wir waren jetzt so nah dran, das ist ärgerlich. Mensch. Das finde ich jetzt echt ein bisschen blöd. Aber gut. Es ist irgendwie schaffbar, ihn zu besiegen. Er ist nicht so hart, wie ich am Anfang dachte. Aber trotzdem, wir werden auf jeden Fall einiges an Grog verbrauchen dadurch. Oder Rum. Ich weiß immer noch nicht, was ist. Ich glaube, das ist gerade Rum, was wir haben. Auf der 4. Und Grog haben wir dann gerade gar keinen. So. Da oben steht schon die eine Frau, mit der wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben. Und da ist auch das Krokodil. So, dann komm mal her, du Bestie.
Ja, jetzt wollte ich eigentlich schießen, aber das hat natürlich wieder gar nicht geklappt. Oh, fängt schon mal sehr gut an. Ach, das ist doch nicht schön hier. Okay, ich werde, glaube ich, definitiv was rausschneiden. So. Autospeicherung, war das jetzt überhaupt richtig? Aber wird schon stimmen. Ich hätte hier auch einfach mal schnell speichern können. Vor dem Krokodil, das wäre auch eine Idee gewesen. Okay, wir sind jetzt zumindest schon mal hier. Das ist auch eine Idee. Da müssen wir zumindest nicht ganz so weit laufen. Und dann speichere ich gleich einfach mal manuell nochmal hier ab. So, war das jetzt F8 oder F9? F8? Ah nee, das war bestimmt F5. Ah ja, kein Wunder, dass nichts passiert, wenn ich F8 drücke. Da kann ich mich lange wundern. So, jetzt erstmal mit der Knarre drauf. Daneben. Na, Glückwunsch. Immerhin konnte ich mal ausweichen. Na, das mit dem Ausweichen dauert auch immer so eine Weile. Bis dahin ist man... Oder ist der Alligator schon direkt auf einem drauf? Ah, jetzt habe ich wieder zu spät gedrückt. Ärgerlich. Mit der Fähigkeit Tränke brauen kannst du mit den richtigen Zutaten an einem Voodoo-Kessel wirkungsvolle Tränke brauen. Hätte ich ja jetzt so nicht gedacht. So, genau, wir sind schon richtig. Diesmal werde ich erst schießen, wenn ich schon wirklich direkt vor ihm bin. Oder auch nicht, habe ich jetzt geschossen? Ich habe es noch nicht mal bemerkt. War ja ein sehr effektiver Schuss offenbar. Oh ja, direkt ins Maul reinlaufen ist auch super. Ist eine gute Idee. Wahrscheinlich die beste, die ich jemals hatte. Oha, jetzt müssen wir uns auch beeilen. Die sind schon wieder fast tot. Komm schon. Ja, genau. Flieh, du Bestie. Flieh vor meinem starken Angriff. Oha. So, komm, jetzt kriegen wir ihn aber down. Komm, das kriegen wir hin. Jawoll. Endlich haben wir dieses Monstrum getötet. Dafür haben wir zwar auch dreimal Ruhm verbraucht, aber okay. Das war es mir jetzt einfach wert. Und wen haben wir hier so? Hallo Natsumi. Hi, ich. Amila, Pirat. Amila, Mulekimaki. Hey, wenn ich dir helfen soll, rede so, dass ich es verstehe. Ich habe die Pflanzen gesammelt, aber dann kam das große Maul aus dem Wasser. Ein Alligator. Chi, chi, Alligator, der böse Geist des Flusses. Er schläft sonst. Jetzt ist er erwacht. Tja, das Großmaul ist erledigt, würde ich mal sagen. Der Alligator ist Geschichte. Ah, Tawonga-Pirat, du bist ein großer Jäger. Ja, wir sind auch nur dreimal gestorben dabei. Was ist mit deinen Pflanzen? Ich verlor sie am Fluss. Sie liegen noch dort. Na toll, wetten, ich muss die nachher suchen. Dann gehe ich deine Pflanzen mal suchen. Chi, suchen. Ist ja nicht so, als ob sie das machen könnte. Wenn sie sie gesammelt hat, weiß sie ja auch, wo sie sie verloren hat. Aber nö, können ja wir machen. Wir sind ja das Mädchen für alles. Hey, ist okay. Slick schickt mich. Ich soll Pflanzen für den Tempel der Erde abholen. Gee, ich habe die Pflanzen gesammelt, aber ich habe sie nicht mehr. Das habe ich mir jetzt irgendwie gedacht. So, vielleicht können wir sie ja zumindest noch ein bisschen bestehlen. Das hat sich gelohnt. Naja, schwarze Oleander. Ich kenne Sachen, die sich mehr lohnen. So, erstmal nochmal speichern, zur Sicherheit, und jetzt mal mit Yuzuki reden. Naja, okay, Yuzuki, interessanter Name. Hey, du. Oh, Pirat. Ich hol die Sachen für Slick. Slick? Mazumi Muleki, Poku Muleki Maki, Muleki Onopasavi, Slick. Sisu Kraugayo Tiva, Cheku Sisu, Zorn der Götter? Du sagst es, der Zorn der Götter, also gib mir lieber das Zeug. Chi. Ja, finde ich gut. Mehr ist nicht zu holen. Eine Würgeranke, na immerhin. Ja, das war, glaube ich, das beste Gespräch, was ich jemals geführt habe. Und wisst ihr, was die für ein Auto fährt? Einen Suzuki. Ach komm, ihr wusstet, dass der Witz kommen würde. Der war zwar sehr offensichtlich, aber der war natürlich noch besser als alle anderen Witze von mir. So, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die eine Quest erledigt. Das Flussmonster ist erledigt und vielleicht können wir jetzt endlich mit Namir reden, hieß der so. Auf jeden Fall der Typ im Tempel.
der uns noch seine Opfergaben geben muss. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir jetzt ein bisschen mehr Respekt haben im Dorf. So, hier müssen wir, denke ich, hoch. Und dann reden wir mal mit... Ja, für wen war jetzt die Quest? Ich glaube, die war für den Häuptling des Dorfes. War das so? Also für ihn hier, Ranapiri? Ja, genau. Ich habe den Alligator oben am Fluss getötet. Und du sprichst auch die Wahrheit. Wenn du daran zweifelst, kannst du dich sicher bei den Sammlerinnen erkundigen. Oh no, ich glaube dir. Du bist nicht nur mutig, du bist auch stark. Ja, so ist es. So, Tahana, wer war denn nochmal Tahana? Mussten wir die auch finden? Ich habe schon wieder gar keine Ahnung. Was auch schon wieder 2 Wochen her ist, dass ich gespielt habe. So, bekomme ich denn jetzt eine Waffe? Das ist auch eine gute Frage. Bekomme ich jetzt eine Waffe? Chief, du bist würdig. Gib mir dafür Gold. Als Opfer für die Ahnen. Wenn du willst, zeige ich dir auch, wie du mit einem Speer kämpfst. Na super, ich dachte, jetzt würde ich vielleicht eine Waffe geschenkt bekommen, aber nee, wir haben uns jetzt erstmal den Respekt erworben, damit wir die Waffe kaufen können. Wow, da bin ich jetzt aber ganz von den Socken. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. Ja, okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chief. Ich dachte nur, da wäre vielleicht noch was anderes dabei, aber die ganzen Fragen müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. So, dann zeig doch mal, sag was du hast. Was du anzubieten hast. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Momentan haben wir auch ein bisschen Gold, das heißt, etwas könnten wir uns schon leisten. Oh, das habe ich jetzt aus Versehen gekauft, das wollte ich gar nicht. Was war das denn jetzt? Irgendein Messer. Erstmal wieder verkaufen, wenn ich es denn finden würde. Was war das denn jetzt? Naja, ich kann sowieso mal so ein Entermesser hier verkaufen. Das ist ja sowieso schwächer als unseres. Den Säbel könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Der ist eigentlich auch schwächer als unseres, ja. Offizierschwert. Na, ich behalte mal noch eine Ersatzwaffe. 4-mal Speer haben wir. Das ist auch mal interessant. Den könnte ich eigentlich auch mal ausrüsten. Statt der Pistole oder so. Beziehungsweise kann ich den eigentlich, wenn ich... Ne, so kann ich nicht. Ja klar, ich muss ihn erst ausrüsten und dann kann ich nur auf den Shortcut legen. Okay, auf jeden Fall gucke ich jetzt mal, was er denn zu verkaufen hat. Kiefermeißel. Haben wir so eine eigentlich schon? Müsste ich nachher mal im Inventar... Obwohl, ne, das kann ich ja doch auch hier gucken. Kiefermeißel. Ah, das Häutungsmesser haben wir eben gekauft. Um Tieren das Fell abzuziehen. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das können wir ja sogar behalten. Und ich glaube, so ein Kieferding haben wir tatsächlich noch nicht. Dann kaufen wir uns das vielleicht auch einfach mal. Vielleicht macht sich das auf die Dauer ja bezahlt. Knochensäge, haben wir die denn schon? Ja, ich weiß, ist gerade nicht sehr spannend, aber muss man ja auch alles gucken. Also ich denke, wenn, dann wäre die hier. Das heißt, wir haben die auch noch nicht. Dann kaufen wir uns die auch mal. Für 100 Gold ist zwar relativ teuer, aber okay. Da müssen wir jetzt durch. Zähne, bla bla bla. Oh, so ein schönes Ohr. Also falls mal wer ein Ohr braucht, hier gibt es die ganz günstig für nur 25 Gold. Das ist ja günstiger als auf Amazon.